Nach mehr als 7 Jahren Die Sims 4 sind wir mit Inhalten ganz schön verwöhnt, weshalb ich in diesem Video einen Blick auf die allererste Version des Spiels werfen wollte. Viel Spaß beim Ansehen! Nein, ihr seid nicht mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist und dieses Video ist auch nicht aus dem Jahr 2014, sondern ich habe mir gedacht, wir installieren einfach mal die erste Version von The Sims 4. Wie ihr schon seht, sieht hier alles so ein bisschen anders aus und vor 7 Jahren hatte The Sims 4 auch noch einen anderen Look. Man erkennt es ja schon am Logo, The Sims 4 hatte ja ursprünglich ein bisschen farbentsättigteres Design, was die Entwickler dann irgendwann wieder überarbeitet haben. Und in diesem Video wollte ich mir einfach mal anschauen, wie die ursprüngliche Version ohne Packs, ohne irgendwelche Updates quasi so aussah. Und ja, wie man schon sieht, das Hauptmenü hat sich stark geändert. Also ursprünglich war es ja so, dass hier so kleine Videos durchgelaufen sind, lustige Sequenzen. Aber ja, das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Jetzt haben wir ganz viele DLCs erhalten, die da ordentlich beworben werden. Und ich würde sagen, wir wechseln direkt mal in den Ersteller einen Sim-Modus. Alle, die meinen Kanal schon so ein bisschen länger kennen, werden vielleicht merken, dass wir dieses Video schon mal in der Art hatten. Da bin ich aber tatsächlich gar nicht so auf die Einzelheiten im Spiel eingegangen, was denn wirklich verändert wurde, was neu war. Und ich dachte, das wollen wir in diesem Video noch mal ein bisschen mehr herausarbeiten. Willkommen beim Ersteller ein Sim, ja, der ist uns gar nicht mal so unbekannt. Deswegen drücke ich diese nervigen Tutorial-Meldungen, die jetzt hier die ganze Zeit kommen werden, einfach mal weg. Das war irgendwie in der ersten Version von The Sims 4 so. Also auf den ersten Blick sieht alles recht ähnlich aus, der Hintergrund ist ähnlich, aber wie man schon sieht, zum Beispiel hier, da konnte man ja eigentlich die Beziehung festlegen. Das kommt wahrscheinlich, wenn wir einen zweiten Sim hinzufügen, genau. Aber auch die Gender-Einstellungen sind hier noch nicht vorhanden. Man kann nicht alle Stimmen auswählen, die es so gibt. Und die Merkmalauswahl ist wirklich... Da muss ich fast ein bisschen lachen, wirklich sehr gering. Das sieht wirklich witzig aus. Ja, was nehmen wir denn hier mal? Auch hier bei den Bestreben hat sich eine ganze Menge getan mit den ganzen DLCs. Scheinbar war es ja auch so, dass in der ersten Version von The Sims 4 ja diese Elemente hier noch rund waren. Das hat sich dann ja auch später geändert. Was geben wir ihm denn hier mal? Ich will mich jetzt auch gar nicht so arg im Erstelle einen Sim-Modus hier aufhalten. Ich will euch ja eher zeigen, was sich genau geändert hat. Wenn wir hier mal reingehen. Wow, 2 Kategorien. Wir konnten noch keine Zähne auswählen. Wir hatten eine ganze Menge weniger Haare. Das ist ja wirklich, krass. Also so von der Haarauswahl war da gar nicht mal so viel dabei. Ich glaube jetzt, alleine mit dem Basisspiel haben wir mindestens doppelt so viele Frisuren. Da wurden ja in der letzten Zeit besonders, so in dem letzten Jahr wurde sehr viel frisurenmäßig hinzugefügt. Das ist ja wirklich jetzt nicht so eine krasse Auswahl. Und wir haben auch noch ein paar weniger Farbalternativen. Das ist natürlich ja auch interessant. Ja, also ich muss zugeben, meine Frisur, die ich so trage, wäre jetzt zum Beispiel hier auch nicht so wirklich dabei. Ist also so ein bisschen schade. Ich weiß aber tatsächlich noch, dass ich, als The Sims 4 rausgekommen ist, echt begeistert war, weil das, glaube ich, in The Sims 3 tatsächlich noch weniger Frisuren waren, die da zur Auswahl standen. Auch beim Basisspiel, als das rausgekommen ist, war das in The Sims 3 weniger. Wir hatten auch ein paar weniger Kategorien, auch sehr interessant. Ja, das sind nicht die Klamotten fürs Alltagsoutfit, das sind allgemein alle Oberteile, die es mit dem Basisspiel gab. Ist auch gar nicht mal so krass viel. Diese Jacke habe ich jetzt zwar nicht in der Farbalternative, aber vom Stil tatsächlich auch so in echt. Was haben wir denn hier noch so? Ja, diese ganzen Basisspielsachen hängen einem irgendwie... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man die Packs hat, benutzt man die eigentlich fast gar nicht mehr, weil die einem schon so zum Hals raushängen. Ich kann mich noch erinnern, als ich die Sims 4 Demo gespielt habe, da war es bei mir dann auch so, dass ich wirklich begeistert von den Sachen war. Die waren alle recht schick. In The Sims 3 war es dann teilweise so, dass die Objekte, zum Beispiel die Hosen, sehr geglänzt haben, sehr merkwürdig geglänzt haben. Und das war in The Sims 4 einfach deutlich besser gelöst und das hat mich echt begeistert. Aber mittlerweile kann ich diese ganzen Sachen hier irgendwie nicht mehr sehen. Ja, wenn wir hier einfach mal so ein bisschen durch die Kategorien durchklicken, merkt ihr ja auch schon, das ist wirklich ganz schön wenig. Das ist wirklich lustig.
Also so den Erstelle einen Sim-Modus mal so leer zu sehen, ist auch schon ganz schön lang her. Wir haben keine Fingernägel, das wurde ja auch letztens erst hinzugefügt. Da fehlen ganz schön viele Kategorien. Und auch sonst, wir haben nicht diese Reifen, die man so an den Arm machen kann. Wir haben ja wirklich einfache Sachen. Auch interessant, wir konnten die Männer gar nicht so schminken wie die Frauen, weil diese ganzen Gender-Optionen gar nicht da waren. Also ja, im Basisspiel war es nur möglich, den Männern die Sachen zu geben, die die Entwickler den Männern auch zugewiesen haben. Das hat sich dann später auch geändert. Das sind die Inhalte des Deluxe-Upgrades, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die auch wirklich unfassbar random waren. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, wir haben ein Wurstkostüm, wir haben hier so ein Sensenmann-ähnliche Haube oben. Aber ganz ehrlich, dieses Deluxe-Upgrade, was es gab, ist wirklich, ich weiß nicht, eigentlich war es komplett unnötig, weil diese ganzen Sachen finde ich total schrecklich. Und da hätte ich mir dann doch vielleicht eher eine coole Auswahl, so ein quasi so ein Set, so ein wirklich so ein Objekte-Set hätte ich mir da eigentlich für ein Deluxe-Upgrade doch gewünscht. Aber das haben die Entwickler hier irgendwie nicht mit reingebaut. Das ist wirklich hier ein bisschen mager. Zweimal einen extrem ähnlichen Hut. Nee, sogar dreimal. Was ist da denn los? Also das ja, ist jetzt von der Auswahl wirklich nicht so stark. Wie soll er denn heißen? Natürlich hier wieder die Standardnamen, die sich auch seit 7 Jahren nicht wirklich geändert haben. Hier jetzt am eigentlichen Sim-Erstellungsprozess hat sich tatsächlich nie irgendwas geändert. Sind nicht irgendwelche neuen Slider oder so hinzugekommen. Aber bei den Hautfarben sieht das hier auch nochmal ganz anders aus. Also da haben wir natürlich auch mit einem Update wirklich eine ganze Menge hinzubekommen. Der Galerie-Button fehlt. Allgemein, wenn wir mal kurz in die Galerie schauen, ist es wirklich auch von der Gestaltung komplett anders. Das ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so. Ich habe gerade auf diesen neuen Sim-Erstellen-Knopf gedrückt und unterbewusst war in meinem Kopf irgendwie so dieser Gedanke, hier stimmt doch irgendwas nicht, das sieht so komisch aus, ist ja auch logisch. Wir können keine Hunde und Katzen erstellen, keine Aliens, keine Vampire, das war alles gar nicht möglich. Das sieht so witzig aus, wenn man sich hier mal durchklickt und ja, die, sagen wir mal, etwas vollere Version von The Sims 4 kennt, mit mehr Inhalten und dann doch diese Basisspielversion hier hat. Es sind ja sogar ein paar Basisspiel-Merkmale hinzugekommen, die es hier auch noch nicht gab. Also da haben sie ja ebenfalls ganz viel überarbeitet. So, unser kleiner Haushalt ist fertig. Da habe ich mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Das Spiel hält mich auch für ein bisschen blöde. Ich weiß mittlerweile, wie man bei The Sims 4 einzieht. Und da haben wir unsere Weltenkarte. Ach, es sieht so schön aus. Es sieht so ungewohnt aus. Die habe ich euch ja schon in einem der letzten Videos ein bisschen genauer vorgestellt. Aber es ist auf jeden Fall nochmal witzig, die so in echt im Spiel zu sehen. Wir haben auch noch nicht die Weltenauswahl, die wir jetzt so im Spiel haben mit der kleinen Weltenübersicht, wo die einzelnen Welten-Icons zu sehen sind, sondern es gibt ja nur zwei Regionen, Oasis Springs und Willow Creek. Und wo möchten wir denn mal einziehen? Ich glaube, so ein kleines Häuschen hier würde sich doch eigentlich ganz gut machen. Dieses Grundstück können wir uns nicht leisten. Dann wechseln wir doch mal. Und wir können auch noch eine weitere Lustigkeit bewundern, und zwar diesen Ladebildschirm, den es am Anfang von The Sims 4 gab, mit diesem Muster von den Merkmalen aus dem Erstelle einen Sim-Modus, der mir sogar fast ein bisschen besser gefällt als der, den wir aktuell im Spiel haben. Den dürften sie gerne wieder zurückbringen. Der Ladebildschirm war ja auch extrem schnell. Und da wären wir auch schon, ja. Ihr merkt gerade schon, die Kamera ist so ein kleines bisschen anders, als ihr das sonst bei mir aus den Videos gewöhnt seid. Das liegt daran, dass ich hier gar nicht auf die Sims 3 Kamera umgestellt habe. Ja, die Entwickler wollten ja anfangs alle dazu überreden, sagen wir mal, diese neue Kamera zu benutzen, die aus irgendeinem Grund keine Neigung zulässt, was einfach irgendwie doof ist. Also, ich weiß nicht, was sich da gedacht wurde. Ich kann hier nicht neigen. Das ist wirklich eine absolut schreckliche Kameraeinstellung, die ich direkt mal in den Optionen umändern möchte. So, da haben wir es ja schon. Die Sims 3 Kamera und auch, woran man jetzt auch nicht so oft denkt, selbst die Optionen sehen tatsächlich ganz anders aus. Also hier fehlen ja auch viele Tabs. Ich glaube, normalerweise aktuell geht es ja so bis hier ungefähr. Ist irgendwie auch ganz witzig. Musik, wir haben nur 7 verschiedene Musikstile, aus denen man wählen konnte. Auch interessant. Das Häuschen sollte allen Basisspielspieler auch bekannt vorkommen. Ich schaue mir jetzt mal so ein bisschen hier die Benutzeroberfläche an. Da hat sich ja eigentlich gar nicht so viel geändert.
Ja, wir haben hier unsere Erinnerungen und Bilder. Das war irgendwie auch noch so ein Ding, ja, im Basisspiel so ein bisschen. Das ist, glaube ich, meine ich, irgendwann auch rausgeflogen. Gibt's jetzt auch nicht mehr in der Art und Weise. Es sieht alles so leer aus. Und ihr müsst auch mal drauf achten, wir gehen jetzt hier einfach mal in den Baumodus. Auch ja ein wichtiger Teil von The Sims 4. Achtet mal darauf, der Text hat so eine ganz komische, ja, ganz komischen Abstand immer zwischen jedem Wort. Das sieht total merkwürdig aus und lässt sich irgendwie auch gar nicht mehr so gut lesen. Das haben sie dann auch irgendwann abgeändert. Und ja, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen rumgucken, wir haben natürlich kein Geländetool, wir haben keine Pools, das ist in dieser Version auch noch nicht vorhanden. Wir haben hier unsere Brunnen, die es dann so ein bisschen als Ersatz gab erstmal im Basisspiel. Es fehlt einfach an allen Ecken und Enden was. Ich verrate euch jetzt mal was, es gab noch nicht mal den Move Objects Cheat im Basisspiel, mit dem viele Spieler auch quasi aus verschiedenen Objekten so selber neue Objekte zusammengezimmert haben. Das war auch nicht enthalten. Ja, und auch sonst, es sieht halt alles wirklich sehr leer aus. Wir haben gar nicht mal so viel im Basisspiel. Ich glaube, die Kategorien allgemein sind im Basisspiel mittlerweile auch ein bisschen größer. Ach süß, dieser Scrollbalken lässt sich noch angenehm hier nach unten ziehen und er bewegt sich hier wirklich auch. Ich glaube, im aktuellen Spiel dauert es allein schon, wenn man in diese alle Anzeigenübersicht geht, total lange, bis mal alle Objekte geladen sind, was ja auch Sinn macht. Versuchen wir doch mal hier im Baumodus mal so ein bisschen das hier noch zu verbessern. Was ist das denn? Wir haben hier ein Wohnzimmer, wo einfach nur so ein, ja, so ein Sofa drin steht, aber der Fernseher fehlt irgendwie. Oh, dieses Tutorial macht mich jetzt schon verrückt. Ich weiß doch, wie das alles funktioniert. Das konnte man tatsächlich auch nicht deaktivieren. Bisschen nervig. Dann würde ich mal sagen, wir platzieren hier mal so ein paar mehr Objekte noch. Die Basisspieloptionen sind ja jetzt nicht alle so der Bringer. Haben wir jetzt leider auch keine Farboption, die da vom Holz gut dazu passt. Das tunen wir hier nochmal ein bisschen. Au, das war ein bisschen teuer. Ja, schaut gar nicht hin, ich cheate hier nur. Da war es ja auch noch nicht möglich, allgemein Keller zu platzieren oder diese Podeste, die ab in Schneeparadies hinzugefügt wurden, die standen da ja auch noch nicht zur Verfügung. Das ist total witzig. Wenn man jetzt hier, glaube ich, ein cooles Haus bauen möchte, als Person, die extrem gut bauen kann, alle Inhalte besitzt, die wird da, glaube ich, nicht so viel Spaß haben. Also auch wenn wir natürlich mit The Sims 4 ziemlich revolutionäre Tools bekommen haben, war das dann doch im Vergleich jetzt nochmal eine ganz andere Welt. Warum sich das hier im Haushaltsinventar so komisch nach links verzieht, kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber ansonsten, ja, ich glaube, wenn man jetzt einfach zusammenfassen will, was ist, es gibt einfach von allem logischerweise, vergleichsweise, ziemlich wenig Objekte. Aber ich glaube, das ist ja auch für euch ganz witzig, mal so ein bisschen zu sehen, wie das denn so früher, 2014 war, als man sich das Spiel frisch gekauft hat. Ja, diese Plumbobs gab es ja auch als kleine Belohnung, wenn man vorher The Sims 3 schon hatte. Die waren irgendwie da mit dabei, die fand ich nie so cool, die habe ich jetzt nie so wirklich benutzt auch. Tatsächlich ist der Baumodus gar nicht mal so spannend, also hier ist ja jetzt wirklich nicht so viel Auswahl da. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal ein bisschen im Live-Modus um. Wir müssen unseren beiden Sims jetzt ja auch nochmal eine Karriere geben. Ich habe total vergessen, dass dieses Smartphone früher so aussah. Ja, es ist einfach, sagen wir mal, nennen wir es einfach mal minimalistisch. Man könnte jetzt auch sagen, schlecht designt, aber wir nennen es mal minimalistisch so. Job suchen brauchen die Sims natürlich auch. Sonst gibt es keine Kohle. Ja, ja. Das ist tatsächlich gar nicht mal so eine große Auswahl. Ich finde es auch gut, dass dieser Scrollbalken so aussieht, als würden hier nochmal doppelt so viele Optionen kommen. Dabei kommt hier nur noch, ja, aus Astronautin. Ja, dann grenzt sich der Kreis an Sachen, die wir machen können, ja schon ein bisschen ein. Malerin. Ich glaube, das ist doch für sie mal eine ganz gute Sache. Sie ist so eine verträumte Künstlerin, die ja schon viele Gemälde gemalt hat, aber da noch nicht so richtig ihren Durchbruch hatte. Und er ist... was ist er denn? Sollen wir hier quasi mal so eine kleine Künstlerfamilie nachspielen? Er ist dann vielleicht so Schriftsteller
oder ein gescheiterter Entertainer. Früher war er ganz groß, hat ganze Seele bespielen können mit seinem lustigen Programm, aber mittlerweile, er bringt immer die gleichen Gags und mittlerweile ist er auch so ein bisschen in so eine komische Richtung abgedriftet, aber ja, er versucht es auf jeden Fall noch weiterhin fleißig. Ich glaube, dieser Zweig passt irgendwie zu ihm, das fände ich doch jetzt spontan ganz witzig. So, damit, ja, bei den Sims ist es natürlich ganz einfach, eine Karriere zu finden. Damit hätten wir auch schon einen Job. Ja, okay, irgendwie diese Jobleiste hier sieht doch auch irgendwie, glaube ich, mittlerweile ganz anders aus. Ja, gar nicht mal so viel, was wir hier machen müssen. Wir können uns ja hier in der Version auch noch nicht selbstständig machen. Das gibt's ja auch alles noch nicht. Und bei den Services gab's auch nur auch nur ein paar wenige Optionen. Da gibt's ja mittlerweile auch eine ganze Menge mehr. Wir konnten noch nicht mal einen Handwerker rufen oder den Feuerwehrmann oder sonst irgendwas. Ja, Der Stammbaum gab es in dieser Version ebenfalls noch nicht. Ah, bei den Haushaltssammlungen wollte ich auch nochmal reinschauen, die man hier erstaunlicherweise gar nicht einklappen kann. Das ist ja auch interessant. Ja, oh, Aliens gab... Ich wusste gar nicht, ich dachte, die Aliens wären mit der Andi-Arbeit-Erweiterung mit ins Spiel gekommen. Das überrascht mich jetzt selber so ein bisschen. Wir haben Meteorsteine, wir haben hier Fische... Wir haben ein paar Weltraumbilder, das ist ja eigentlich hier alles ganz witzig. Stimmt, an die Postkarten kann ich mich noch erinnern. Die habe ich zur Anfangszeit gesammelt wie sonst was. Ich habe da immer versucht, alle Sammelobjekte, die es gibt, so ein bisschen zu sammeln. Unterhaltet euch doch jetzt mal. So, freundlich, gemeinsam Foto machen, Insiderwitz, ein Getränk werfen wäre ein bisschen gemein. Das lassen wir mal lieber. Man konnte ja sich auch gegenseitig noch gar nicht fotografieren. Das ist ja zuerst mit der Andi-Arbeit-Erweiterung reingekommen und dann irgendwann später als Basisspiel-Feature dann tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, warten wir doch mal auf das Begrüßungskomitee, was immer kommt. Ja, da können wir ganz bestimmt sehr lange warten. Das gab es nämlich auch noch nicht. Aber vielleicht können wir ja mal so eine kleine Kennenlernparty schmeißen. Schauen wir da doch mal rein. Ja, das ist hier recht einfach. Eine Hausparty können wir machen. Wir brauchen Gastgeber und ja, Gäste. Wir kennen leider noch niemand. Da müssen wir dann vielleicht doch vorher mal uns mal ein bisschen schlau machen. Wir gehen doch jetzt hier einfach mal in den Park, nachdem wir hier frisch eingezogen sind. Ich glaube, bei den Sims kann man im Park immer ziemlich viele neue Leute kennenlernen, auch wenn man das in echt jetzt nicht unbedingt machen würde. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Das muss ich euch nochmal zeigen. Erstmal, der Ladebildschirm braucht unfassbar lang, um eine Karte zu laden. Und es gibt hier so eine kleine Animation, es zoomt so kurz raus. Habt ihr das gesehen? Das ist doch, glaube ich, auch in der aktuellen Version nicht der Fall. Zack, da ist so ein Zoom-Effekt drin. Finde ich eigentlich sogar ganz cool. Da wären wir auch schon. Was ich ganz gut fand, früher haben die Ladebildschirme ja wirklich nicht so lang gebraucht. Das ging immer recht flott. Mittlerweile, wir haben ganz viele neue Packs bekommen. Da ist es nicht mehr ganz so. Ah, hier sind ganz viele Rentner unterwegs. Okay, Nancy ist hier auch. Die können wir doch mal anquatschen. So, sie rennt hier auch wirklich ganz schnell hier rum. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass im Basisspiel aus irgendeinem Grund überproportional viele alte Sims unterwegs waren, so wie es jetzt auch hier der Fall ist. Besonders in den Bars war das immer ein bisschen merkwürdig. Da waren immer sehr viele Rentner. Scheinbar ist es bei den Sims wohl... früher so gewesen, dass Rentner einfach gerne Bars belagern. Er hat hier auch den interessantesten und schönsten Hut an, den man sich hier nur vorstellen kann. Ein Träumchen. Ich meine, in so einer fremden Stadt ist es natürlich dann auch so ein bisschen schwierig, neue Leute kennenzulernen. Da muss man einfach manchmal ein bisschen in die Offensive gehen, so wie er es jetzt hier macht. Das Sozialmenü hier oben war ja auch wirklich sehr einfach gestaltet. Mittlerweile haben wir sowas wie Gefühle und sowas, was man gegenüber anderen Sims haben kann. Hab's hier auch noch nicht. Das ist auf jeden Fall witzig. Oh, ihm geht's hier nicht so gut. Er ist ganz schön wütend. Aber du wirst auch mal von uns bequatscht. Ich möchte ja immer noch diese kleine Einweihungsparty hier starten. Tatsächlich war es auch so, dass auch der Stammbaum oder so Sachen wie die versteckten Objekte, die so in der Welt platziert werden, aber die man selber nicht benutzen kann, die man in dieser Version auch noch nicht aufrufen konnte. Oder auch so Geschichten wie die geliebten Kleinkinder gab es in dieser Version nicht. Aber auch allgemein, wenn man das zum Beispiel mit Die Sims 3 vergleicht, finde ich auch ganz interessant. Bei Die Sims 3 gab es sowas wie größere Updates, mit denen Features oder Objekte hinzugefügt wurde, nicht.
Da wurde dann einfach das Spiel mit einem Update auf eine Erweiterung vorbereitet und so minimale Geschichten wurden da hinzugefügt. Aber in The Sims 4 ist es ja ein bisschen ausgeprägter. Wir bekommen regelmäßig neue Inhalte, mal größer, in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen kleiner. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber man muss halt wirklich sagen, dass die Entwickler bei The Sims 4 für Leute, die wirklich nicht bereit sind, weitere Packs zu kaufen, was ja auch völlig logisch ist, einfach mehr bieten und mehr hinzufügen. Natürlich war auch insgesamt das Basisspiel von The Sims 4 ein bisschen kleiner als bei The Sims 3. Da war das dann auch meiner Meinung nach wichtig und richtig, das so zu machen. Aber ich fand es auf jeden Fall mal erwähnenswert. Ich glaube, Sonntagabend ist doch jetzt die perfekte Zeit, um ein gesellschaftliches Ereignis, eine kleine Einweihungsparty zu feiern. So, wir beide sind natürlich Gastgeber, die beiden Sims. Und dann machen wir einfach mal eine relativ kleine Hausparty. Wir buchen uns einen Entertainer. Mixer brauchen wir eigentlich nicht, weil wir keine Bar haben. Catering wäre vielleicht ganz gut. Und der Ort... Ja, wollen wir einfach mal bei den Landgrabs vorbeigucken, dann sehen wir auch noch mal ein paar andere Regionen. Da wären wir ja auch schon und selbst diese Benutzeroberfläche sieht in der ersten Version von The Sims 4 noch ein wenig anders aus. Unser Hauptziel ist natürlich hier ein bisschen labern, das ist natürlich wichtig, aber dieses Grundstück ist selbst für Basisspielverhältnisse eigentlich ganz cool. Dann schauen wir doch mal hier vorbei, wo habt ihr euch versteckt? Hier, so, der Malcolm wird jetzt hier mal angequatscht. Und du, wo bist du? Jo, alle schick angezogen. Das funktioniert im Vergleich zum meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack. Da hat das ja anfangs auch noch nicht so ganz funktioniert. Ah, ja, natürlich. Er schmeißt erstmal hier die Mülltonne um. Das darf natürlich eigentlich auch nicht sein. Aber wenn du das willst, dann feel free. Ist ja auch nicht meine Wohnung. Ja, er ist ganz schön wütend irgendwie. Auch, ist euch schon mal aufgefallen, die anderen Sims, die hier so rumgelatscht sind, waren auch irgendwie alle wütend. Ich weiß nicht ganz genau, was hier so bei den Sims los ist. Da scheint es wohl immer sehr viel Stress zu geben. Lustige Geschichte erzählen, nach Tag fragen, tratschen. Wir sozialisieren hier einfach mal ein bisschen. Ist ja auch ganz wichtig. Naja, sie haben sich hier gemütlich hingesetzt und plaudern. Ja, ich glaube, wir sollten hier mal ein bisschen mehr Kontakte noch knüpfen. Was gibt's denn hier noch so? Die Nancy, die tanzt hier gerade. Ich würde sagen, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt hier alle zusammen tanzen würden. Zusammen tanzen, ja. Stimmt, jetzt fällt mir auf, ich glaube, in der aktuellen Version hätte ich jetzt zum Beispiel eine Runde gebildet oder so, mit der man dann die Sims dazu anweisen kann, alles gemeinsam zu machen. Geht hier jetzt ja auch noch nicht. Also es sind so viele Kleinigkeiten, es sind so viele größere Features, es sind so viele kleinere Features und Sachen, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass die gar nicht im Basisspiel drin sind, sind hier ebenfalls nicht ganz vorhanden. Ich fand es auch witzig, wusstet ihr zum Beispiel, dass es ein Update gab, mit dem in der Benutzeroberfläche man das Hintergrundbild vom Handy abändern konnte. Das waren auch so Details, da frage ich mich, warum steckt man da überhaupt Zeit rein? Es ist doch eigentlich vollkommen egal, wie das Hintergrundbild vom Handy aussieht, aber war ebenfalls Teil eines Updates. Oder auch weiter so Kleinigkeiten, dass man diese Sachen hier anpinnen kann. Ging früher auch noch nicht. Allgemein sind ja auch diese Wünsche, die Sims haben, total in den Hintergrund gerückt. Und die Entwickler haben sich dann kurzerhand dazu entschieden, die einfach komplett auszublenden. Und die kann man jetzt nur über eine Option wieder einblenden. Habe ich auch nie so ganz verstanden, warum sie das hier rausgeschmissen haben. Naja, ja, hier gibt es scheinbar ein bisschen Stress. Catering macht hier Terror. So, dann redet doch noch mal ein bisschen. Es wird auch schon langsam spät und ich denke, als ersten Eindruck war das doch jetzt auf jeden Fall mal ganz witzig, uns hier so anzuschauen, wie denn die erste Version von The Sims 4 so ein bisschen aussah. Ja, also grob zusammengefasst, es fehlt einiges. In 7 Jahren ist extrem viel passiert. Wir haben so viele Features bekommen. Es ist eigentlich unfassbar, wenn man so drüber nachdenkt. Und wir sind natürlich auch einige Packs schwerer. Wir haben Sets bekommen. Wir haben sogar eine neue Pack-Kategorie. Theoretisch 2 neue Pack-Kategorien bekommen. Bei The Sims 3 gab es ja nur Accessoire-Packs und Erweiterungen. Jetzt haben wir letztes Jahr die Sets bekommen und ganz zum Release gab es Gameplay-Packs. Das war auch zu diesem Zeitpunkt etwas komplett Neues.
Ich muss sagen, im Laufe dieses Videos habe ich mich tatsächlich so ein bisschen in der Zeit zurückgeworfen gefühlt, weil ich mich einfach noch dran erinnern kann, wie ich am Anfang so viel The Sims 4 gespielt habe und dieses Spiel einfach geliebt habe. Und mittlerweile, ist es ja ganz schön voll geworden. Auch wenn nicht immer alles so gut läuft bei den Sims, die Entwickler haben da schon noch ordentlich nachgebessert, ordentlich Features nachgelegt, was natürlich auch wichtig war. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt so fandet, ob da ein paar Features dabei waren, von denen ihr gar nicht gedacht hättet, dass es die in dieser Version von The Sims 4 noch nicht gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.